Bioenergetik, Informationsmedizin. Und das können Sie jetzt auf der körperlichen Ebene sehen. Alle diese Verfahren spielen dann eine Rolle, weil sie alle sechs Aspekte ansprechen, auch wenn sie sich dem Körper nähern und das über Feldenkrais machen oder Zielgreif oder Alexander oder Akupunktieren. Sie nehmen den Körper als Eintrittspforte der Information, aber die Wirkungsweise, das Areal, wo gewirkt wird, ist der ganze Körper in allen sechs Anteilen. Das können wir auch gar nicht mehr verhindern, ist auch gut so. Und dann gibt es eben die, wo das eher so ein bisschen auf der Bewusstseinsebene arbeitet. Dann haben wir bei uns in der Ausstellung gehabt, das Kobimax-System. Wir hatten uns unterhalten über Matrix Energetics und Quantum Entrainment von Bartlett und Kinslow. Access Consciousness von Gary Douglas ist auch so etwas Ähnliches, wo man über das Bewusstsein an den Menschen rangeht. Reconnection, Eric Pearl, haben viele wahrscheinlich im Film gesehen, The Living Matrix. NLP machen viele hier, EFT wurde erwähnt, das machen viele hier. Man müsste noch Körbler Plus von der Frau Hübenthal hier mit hinschreiben, das ist jetzt auch auf der Ebene, oder ein Body Talk. Der Zugang ist hier beim Body Talk zum Teil auch über den Körper, aber eigentlich mehr über das Bewusstsein. Über die mentale Schiene oder mal über die emotionale Schiene. Sie haben unterschiedliche Eintrittspforten, aber sie wirken wieder auf allen sechs Ebenen, weil sie es nicht verhindern können und wir wollen sie auch gar nicht verhindern. Wir wollen, dass der Patient seine Chance hat, sich selber zu heilen. Und dann müssen wir schon mal einen Schritt zurücktreten und müssen raus uns ausschalten, dass wir etwas wollen. Heilung geht nur, wenn sie absolut intentionsfrei rangehen. Nicht, ich heile dich. Das funktioniert sowieso nicht. Das ist Superiority. Das ist, da machen sie eine Hierarchie auf, wenn sie denken, dass sie einen heilen könnten. Das muss nicht sein. Intentionsfrei. Lassen Sie es geschehen. Gibt es so ein schönes Lied von den Beatles. Let it be. Lass es geschehen. Das heißt nicht, lass es sein, sondern lass es geschehen. Ja? Den Ausschnitt aus dem Film The Living Matrix erspare ich Ihnen. Den kennen sowieso die meisten. Es gibt ein Mantra aus Access Consciousness, was ich Ihnen auch mit auf den Weg geben will. Das ist etwas, was Sie 20, 30, 40 Mal am Tag zu sich sagen können, sollten Sie überall hinschreiben. Das können Sie in Englisch hinschreiben oder in Spanisch oder in Deutsch, es ist egal. Und denken Sie nicht darüber nach, ob Sie es verdient haben. Sie sind hier auf der Welt, weil Sie alles verdient haben. Es gibt keine Grenzen. Diese Begrenzungen machen wir nur selber. Hat uns niemand gesagt, dass wir das müssten. Wir müssen nur lernen, dass wir diese Grenzen aufgeben. Deswegen auch dem Patienten erlauben, dass er sich ohne Grenzen, grenzenlos selber heilt. Aber auch der muss lernen, dass er empfangen darf. Wenn da so alte Muster drin sind, das steht mir nicht zu, die anderen sind besser und größer, dann funktioniert das erstmal nicht. Das muss man zulassen. Und wenn Sie sich mit so einem Mantra selber ein bisschen, wie soll ich sagen, triggern, dann werden Sie zu jemandem, der bedingungslos empfangen kann. Und erst wenn Sie bedingungslos empfangen können, können Sie auch bedingungslos lieben und geben. Und viele haben Schwierigkeiten, bedingungslos zu empfangen. Das muss man auch erstmal lernen. So sind wir halt schlichtweg nicht erzogen worden. Was machen die Geräte, die wir gesehen haben? Nest, Time, Wave, Bioresonanz hatten wir alle da. Das Kio nicht, aber gehört mir dazu. Was machen die Geräte? Die sind eine Brücke. Die Brücke können Sie auch mit K schreiben. Ja, vorne dran. Das ist etwas, was unser Bewusstsein mit dem Patienten verbindet. Und wenn der Patient es noch nicht sich vorstellen kann, dass er allein mit dem Gespräch oder mit der Verbindung mit dem Therapeuten sich selber heilen kann, dann braucht er so eine Krücke. Und das ist manchmal ganz gut, weil er glaubt ja eher ans Gerät als an den Therapeuten. Und dann nützt man das halt. Und diese Maschinen haben ja auch ihre Vorteile. Die kommen plötzlich mit Informationen, an die man nicht so schnell gedacht hat. Und dann kann man das nutzen. Aber diese Geräte sind Brücken, mehr nicht. Das Ziel könnte sein, dass man ohne solche Geräte auskommt. Das heißt, wenn die Patienten ein bisschen reifer werden und die Therapeuten, dann brauchen wir das alles nicht mehr. Dann arbeiten wir nur übers Feld und dann können wir auch telepathisch miteinander umgehen.
Und mit manchen Leuten klappt es ja schon. Und wenn Sie sich die Kinder anschauen, ich bin jetzt zweimal Opa, mittlerweile meine erste Enkeltochter ist 3,5 und der Enkel ist 1 Jahr alt. Das sind brillante Geister in diesem Alter. Was die alles schon drauf haben, was die können, was die schon wissen. Und wenn man mit denen so oder auch nur Blickkontakt hat, das ist einfach ein Vergnügen. Ja, die haben Anlagen, das ist einfach klasse. Und mit denen kann man sich auch wirklich telepathisch unterhalten. Das ist für die halt noch normal, dass man sich so versteht. Da muss man nicht alles reden. Also egal, wie sie rangehen, ob sie über das Biofeld gehen, ob sie radionisch arbeiten, Bioresonanz, sie vermitteln Informationen. Sie verbinden Sender und Empfänger und wissen gar nicht, dass der Sender gleichzeitig Empfänger ist und der Empfänger gleichzeitig Sender. Sie machen so ein Dreieck auf. Nutzen Sie es. Das ist gut, weil es dem Patienten gut tut, wenn er so die Verbindung zu Ihnen bringt. Wenn Sie es nicht brauchen, lassen Sie es weg. Ein Gerät, das Sie nicht brauchen und trotzdem einsetzen, ist Humbug. Das bringt das alles nur durcheinander. Wenn Sie wissen, Sie brauchen kein Gerät, nehmen Sie keins. Wir machen das gerne so bei dem Symposium, dass Sie viele Geräte sehen, um das zu nehmen, was Sie anspricht. Die sind gar nicht so viel unterschiedlich. Sie müssen das nehmen, was Ihrem Informationskanal entspricht, damit Sie mit dem Patienten in Kontakt treten können. Und dann sollten Sie vielleicht auch nicht nur eins haben, damit Sie haben nicht immer die gleichen Patienten. Einer der Vorteile, und da komme ich jetzt wirklich dann auch ganz schnell zum Schluss, einer der Vorteile dieser bioenergetischen Informations-, Energiemedizin, wie auch immer, das sind die Kosten. Und das ist das, was sozusagen die ja erstmal für die Pharmaindustrie als ablehnungswürdig hinstellt, weil sie keinen Umsatz machen. Ja? Wenn Sie diese Over-the-Counter direkt in der Apotheke verkauften Schmerzmittel wegnehmen, das sind Milliarden pro Jahr an Umsatz. Deswegen dürfte Akupunktur in der Studie auch nicht wirken. Weil es kann ja nicht sein, dass so eine einfache Sache wie ein paar Nadeln reinstecken, plötzlich diese Milliarden gefährdet. Das darf ja gar nicht funktionieren. Also haben wir die Studie entsprechend gemanagt. Es kam raus, dass die Scheinakupunktur und die richtige Akupunktur nicht so richtig viel unterschiedlich sind, weil in der Scheinakupunktur richtige Akupunkturpunkte verwendet wurden und in der richtigen Akupunktur gute Punkte verboten waren. Man hat ganz bewusst das zusammen. Kein Mensch sagt, dass selbst die Scheinakupunktur deutlich besser war als die klassische medikamentöse Therapie. Ja, das liest man nicht, weil das ist ja nicht erwünscht. So, wir sind preisgünstiger, wir haben wenig Aufwand, wir haben immateriell auch Vorteile. Wir haben keine Nebenwirkungen. Nicht toxisch und in der Regel, von den Nadeln mal abgesehen, auch nicht richtig invasiv. Und wenn Sie Nadeln können, ist es auch nicht invasiv. Man kann schmerzfrei nadeln, man muss es nicht, sage ich immer. Und jetzt kriegen Sie eine Folie, die haben Sie beim Dietmar Zimbal schon gesehen. Wann muss BEH einsetzen? Wann muss das greifen? Da. Weil die Krankheiten hier vorne beginnen, im informationellen Bereich. Jede Krankheit beginnt mit einem Miss- oder Fehlinformation. Und wenn wir hier hinkommen, an diesem Bereich, wo die Information steckt, dann können wir verhindern, dass sich funktionelle und morphologische Veränderungen überhaupt ergeben. Wir kriegen die Patienten hier, weil irgendwas nicht stimmt oder was wehtut oder was kaputt ist. Ziel muss sein, dass wir die Patienten ansprechen, dass die uns hier aufsuchen. Ein, zwei Mal im Jahr so ein Scan gemacht oder mal ein Gespräch gemacht oder mal gestrichelt, ja, dann kommen die gar nicht erst krank an. Aber sie müssen es wissen und sie müssen einen Vorteil davon haben, gesund zu sein. Das ist schon mal wichtig. Sie müssen sich vorstellen können, gesund zu sein und sie müssen wissen, was es für einen Vorteil hat. Wenn das erfüllt ist, dann können sie mit den Leuten so arbeiten. Solange wir es so viele Leute leisten, die aus ihrer Krankheit Vorzüge haben, Vorteile ziehen, wird das nichts. Dann sind sie halt noch ein Therapeut, wo das einfach nicht funktioniert. Die kriegen meinen Blutdruck nicht in den Griff. Das ist auch nicht deren Aufgabe. Das ist seine eigene Aufgabe. Aber die kriegen meinen Blutdruck nicht in den Griff. Mit so einem Patienten können sie nicht arbeiten. Der will auch gar nicht geheilt werden. Der will da seine Verantwortlichkeit weggeben. Die kriegen die da oben, so wie in der Politik. Nicht zur Wahl gehen, aber die da oben. Also suchen Sie sich die Patienten aus, die zu Ihnen passen. Und wenn Sie Patienten haben, die so reden, die kriegen meinen Blutdruck nicht im Griff, vorsichtig, heben Sie sich die für den Abend auf, damit es nicht so schlimm ist tagsüber. Wer vermittelt das Wissen, gut mit den Kosten, das habe ich vorhin schon gesagt, wer vermittelt das BIH, Energiemedizin, Informationsmedizin, da gibt es ein paar. Da sind Sie nämlich hier gelandet.
Und es gibt in Königswinter auch noch den internationalen Teil. Das ist ein Institut für BIH, Biometric and Information Healthcare. Diese beiden Einrichtungen bilden auch aus in diesem Bereich. Das heißt, gehen Sie mal auf die Homepage von der DEMBE, wenn Sie nicht ohnehin schon Mitglied sind, oder mal auf das IBI, und da können Sie sich da ein bisschen informieren. Ich glaube, es ist die Medizin der Zukunft in diesem Bereich. Und von welcher Seite Sie kommen, ist egal. Sie können auf so vielen Wegen auf den Berg hoch. Wichtig ist, dass wir da oben ankommen. Und die DEMBE versteht sich so ein bisschen als Vehikel, das Wissen weiterzutragen, Leute einzuladen, die Informationen aufzunehmen. Wir sind keine Missionare. Ich weiß nicht, ob die Kollegin da ist, die diese wirklich tollen Fragen gestellt hat am Anfang. Wirklich klasse, als Professor Birkmeier gesprochen hat. Aber da hat man gesehen, die ist noch in dem Stadium, dass sie Zettel klebt. Die Freundin kommt zur Tür rein. Die glaubt's nicht. Wir müssen das glauben, dass das funktioniert. Wir müssen die Leute nicht überzeugen und missionieren. Es reicht, wenn wir glauben, dass das gut ist, was wir tun und dass das funktioniert. Dann werden die Leute unsere Informationen, unsere Schwingung aufnehmen und dann kommen sie mit. Wir können nicht missionieren, wo sie da die Indios dann, gut, wenn du nicht glaubst, dann erschieße ich dich halt. Das ist doch keine Art, Informationsmedizin zu machen. Ja, wenn wir mit Informationen arbeiten, dann muss die sauber sein. Das heißt, wir können über unser Herz arbeiten. Wir können nach draußen gehen und sagen, wir haben das vor, wir finden das toll, wie ist das mit Ihnen? Können Sie sich das vorstellen? Und dann können wir mitarbeiten. Sie haben eine Frage. Ja, wenn Sie in dem Stadium noch sind, das ist okay, dann fragen Sie. Wenn Sie noch ein bisschen weitergehen, dann kommen Sie in den Zustand, dass der Patient nur dann zu Ihnen kommt, wenn er ohnehin behandelt werden oder geheilt werden darf. Aber Sie müssen halt das Ergebnis raushalten. Sie dürfen nicht sagen, das und das soll erreicht werden. Ja, ergebnisoffen. Und dann kann es auch passieren, dass nichts passiert. Und das müssen beide Seiten akzeptieren. Ja, ja. Und das, wenn man sagt, mit dem Sicherheitsventil, ich frage mal lieber nach, ob ich das darf, damit nicht was passiert, was ich nicht will. Wir müssen zu der Überzeugung kommen, dass das, was wir tun, schon okay ist. Auch wenn wir das Ergebnis manchmal nicht verstehen. Aber das sind auch diese Unsicherheiten am Anfang, die sind normal. Beim nächsten Symposium lösen wir das dann auf. Wie das geht, haben Sie ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken, ob Sie da mitmachen. Wir sind alle in diesem Boot, jeder macht das anders. Es gibt keine Lösung, keinen Königsweg, es gibt keinen Leitungsweg. Es gibt nur eine Leitlinie. Der Patient steht im Mittelpunkt, er hat das Recht, sich zu heilen oder nicht. Er hat das Recht, zu uns zu kommen oder auch nicht. Er kriegt das, was wir können. Das ist unser Beitrag. Und mehr haben wir nicht. Wir haben ein Angebot und einen Beitrag. Aber wir haben nichts zu bestimmen. Und da muss man sich erstmal ein bisschen zurückziehen. Und das wollte ich Ihnen noch so ein bisschen aus meinem Herzen mit auf den Weg gehen. Sie haben eine klasse Kondition bewiesen. Diese zwei Tage war viel Stoff, viel Arbeit für Sie und ich hoffe, dass wir Ihnen viel Informationen mitgeben konnten. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Kondition und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder so zahlreich sehen. Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, weil sowas organisiert sich nicht von selbst. Alle Helfer im Vorstand, die alles mitgemacht haben und mich angeschoben haben, mich mal gebremst haben, wenn es sein musste, viele Inputs gegeben haben. Herzlichen Dank den beiden Damen vom Tagungsbüro, die das so reibungslos organisiert haben und gemacht haben. Und allen kleinen Helfern, die jetzt nicht alle im Raum sind, mein Dank. Und Ihnen nochmal Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Und das ist das Datum dazu. Wenn es stimmt, dass das Himmelfahrt ist, das Wochenende nach Himmelfahrt, 5. 6. Juni. Herzlichen Dank für Ihr Dasein. Herzlichen Dank dem Vorstandstisch.